Herzlich willkommen zum Antikörperschwindel oder zur Antikörperlüge. Ihr wollt wissen, welche Macht Worte haben? Dann hört mal gut zu. Also, das handelt heute hauptsächlich von Titer. Was ist Titer? Na, das kann man kaum googeln, denn die Definitionen da gehen nicht ganz zurück bis auf den Ursprung. Das wäre das französische Titre. Und das ist eigentlich der Gehalt einer Lösung. Also, in einer Lösung das Verhältnis von diesen verschiedenen Substanzen darin, könnte man sagen. Beim Impfen bedeutet das, oder für einen Impfteiter, der gibt Auskunft darüber, wenn wir da also jetzt mal die Ärzte fragen, antworten sie bereits mit einer Lüge. Mit einer Lüge. Die Lüge, die Antikörper- oder Titerlüge, klingt folgendermaßen. Die Bestimmung des Titers, also Impfteiter, Schutzteiter und so weiter, oder Titer, wie manche sagen, Amerikaner sagt Titer, gibt Auskunft darüber, ob und wie viele Antikörper gegen bestimmte Krankheitserreger vorhanden sind. Soweit ist es noch gut. Jetzt kommt der Lügenteil dieser Definition, der Milliarden von Euro der Impfmafia bringt. Denn sie schreiben weiter oder erklären weiter. Der Titer ist also ein Maß für die Immunität des Körpers gegen eine bestimmte Krankheit nach einer vorausgegangenen Impfung. Jedes Wort ist eine unverschämte Lüge und das wird sogar dann bestätigt durch diese Leute, denn die scheuen sich genauso wenig, die Lüge zu sagen, wie sie sich scheuen, die Wahrheit zu sagen. Liebe Eltern, die ihr eure Babys impfen lassen wollt, liebe Kinder, liebe Väter, Mütter, Schwester, Geschwister, Brüder, Schwestern, ja, liebe Mitmenschen, macht euch doch bitte sachkundig. Besorgt euch mein Buch Der Impfwahnsinn. Und da werdet ihr alles erfahren, aber wenn das, was ich jetzt sage, hilft, dass ihr zu diesem Kaufentscheid kommt, dann ist das wunderbar. Denn vergesst nicht, seit 20 Jahren, das ist der Grund, die Grundbedingung meines Verlagsvertrages, verdiene ich und will ich keinen einzigen Cent an meinen Büchern haben. Die Nachricht muss verbreitet werden. Ja, warum verbreite ich sie dann nicht in Downloads oder PDFs? Das will ich nicht. Buchform hat starke positiv-okkulte Wirkung, hat starke Ausstrahlung. Ein Buch ist ein Buch und darin soll die Wahrheit verkündet werden. Also, heute sprechen wir dann über die Antikörperlüge. Hört mir bitte gut zu und wenn Ärzte da sind, die ein Wort von dem, was ich hier sage, widersprechen einem Wort und mir beweisen können, dass ich was Falsches sage, 50.000 Euro für jeden Arzt. Es traut sich nur keiner von diesen Feiglingen. Entschuldigung, wenn ich so unbuddhistisch bin, aber ihr, meine Lieben, ihr werdet mich verstehen, wenn ihr mir jetzt zuhört. Und ihr Ärzte, die ein bisschen Verantwortung habt und noch Eier in der Hose, Entschuldigung, ja? Oder Ärztinnen, die ein Herz habt für Kinder und nicht weiter Babys tonnenweise vergiften wollten, autistisch werden lässt und so weiter. Naja, ich muss mich wieder ein bisschen beruhigen. Also, es geht los. Ihr wisst ja, dass, sagen wir mal, sogenannte normale Leute, wenn man ihnen sagt, ein Impfstoff wirkt, dann denken sie, das ist ein Vorteil gegenüber jemandem, der nicht geimpft ist. Das ist ja klar. Das würde mich ja nicht impfen lassen. Wenn ich also wüsste, impfen ist schädlicher als nicht impfen, ja, dann würde ich mich natürlich nicht impfen lassen. Also, der Durchschnittsmensch, dem wird ja seit Jahrzehnten eingepaukt, Geimpfte sind gesünder als Ungeimpfte und so weiter. Okay. Das wird natürlich garantiert von den Ärzten, ja, aber an sich nicht garantiert. Sondern man sagt, die Statistik sagt das so. Ja? Und diese Statistik, die man da bringt, hat zu tun mit Geimpften im Vergleich
zu Ungeimpften. Ja? Also, dem würde ich zustimmen. Kein Problem. Aber gibt es denn so etwas, meine Lieben? Es müsste doch eigentlich ein Wirksamkeitsnachweis genau aus einem Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften bestehen. Und zwar, wie ich es in meinem Buch der Impfwahnsinn beschreibe, meinem Buch, dem an der EZ-Schuh vorschlage, ein sogenannter Double-Blind, Placebo. Ja? Also in einer Doppelblindstudie. Und die müsste möglichst lang sein. Ja? Wo man also praktisch, sagen wir mal, 50% dieser Menschen impft, der Versuchsperson, nehmen wir an jetzt von 100 Personen, und 50 Personen nicht impft. Keine Person weiß aber, welche geimpft oder nicht geimpft ist. Das weiß nur der Versuchsleiter, der versuchsleitende Arzt. Und das muss natürlich ziemlich langlaufend sein, diese Doppelblind-Placebo-Studie. Seht ihr schon, warum das gar nicht geht? Das könnte man aus ethischen Gründen gar nicht durchführen. Ich kann doch ein Impfstoff, der jetzt neu ist, wenn ich den testen will, kann ich doch nicht den testen an Menschen, die vielleicht dabei draufgehen. Ich habe noch keine Erfahrungen. Was hat man gemacht? Man hat es trotzdem gemacht, meine Lieben. In Ländern wie Afrika macht man es, in amerikanischen Städten, wo also in den Ghettos und so weiter, in den Elendsvierteln von Haiti und da. Und in den Heimen, in den Erziehungsheimen von behinderten Kindern, meine Lieben, da nimmt man diese Kinder als Experimente, als Versuchskanickel und sagt dann, ja, das ist, natürlich traut man sich dann nicht zu sagen, wir haben das an den Kindern ausprobiert, ja? Denn selbst da würde es nicht funktionieren. Meine Lieben, es ist auf Deutsch eine Schweinerei. Ja, ein Wirksamkeitsnachweis. Durch Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften gibt es gar nicht, darf es gar nicht geben. Das heißt also, man vergiftet die Leute auf Deibel komm raus, auf gut Glück. Ja, ethische Gründe würden dagegen sprechen, überhaupt so einen Versuch durchzuführen. So, was macht man nun stattdessen, um überhaupt eine Erklärung zu finden? Ja, man hat da, also durch Zulassungsstudien, da misst man den Antikörpertiter oder Titer, wie man will, im Blut. Was ist das? Die Menge von Antikörpern, die gegen einen bestimmten Erreger gerichtet sind, nachdem man geimpft hat. Das ist so, als wenn in einem Haus ein Einbruch stattfindet. Vor dem Haus stehen drei Polizisten, die haben es gar nicht gemerkt. Aber jemand, der kommt, sagt, diese Polizisten verhindern den Einbruch, der gerade stattfindet. Die wissen das gar nicht, die sehen das gar nicht. Man darf Gleichnisse nicht zu weit führen, aber ihr wisst, was ich meine, oder ihr werdet sicher das mehr und mehr von mir erfahren. Und versuche das so gleichmütig und auch wissenschaftlich vollkommen zu präsentieren. Also, man misst den Antikörpertiter im Blut. Diese Menge von Antikörpern, sagt man, sind gegen einen bestimmten Erreger gerichtet. Ja? Und so behauptet man, werden dann über den Erreger herfallen und ihn vernichten. Nun, ein normaler Mensch, kann man sagen, der da nicht so informiert ist, ja, dem wird das ganz glaubwürdig und plausibel erscheinen. Aber wenn wir jetzt einen Experten fragen, einen Immunologen, einen Impfexperten, da sieht der das trotzdem ein bisschen anders. Der sieht eine Wirksamkeit als einen Laborwert, der durch eine Impfung erreicht wird. Beispiel. Robert Koch, RKI, Institut, Entschuldigung, sagt, und das ist unglaublich, meine Lieben, ein fehlender Titer sagt nichts über eine fehlende Immunität aus. Ja? Warum sagt RKI das? Völlig zu Recht.
weil eben es auch eine zelluläre Immunität gibt. Könnte man vergleichen mit einem Wachposten, der innerhalb des Hauses ist, während die einbrechen. Die beiden Polizisten draußen oder die da draußen wissen das nicht. Aber der Wachposten im Haus, der sieht, dass die einbrechen und wird etwas dagegen unternehmen. Nur als Beispiel. Also Robert Koch sagt ganz klar, Institut, wenn so ein Titer fehlt, also die Antikörper, ja, dann sagt das nichts darüber aus, dass eine Immunität fehlt. Ja, woher soll sie denn kommen, wenn laut Medizin Immunität nur von Antikörpern kommt? Natürlich von der zellulären Immunität. Die Zelle selber hat eine Macht, eine Kraft. Ja? Und das ist, meine Lieben, so lehrt auch das Buch des Lichts, das lehrt eigentlich Robert Koch, Institut, Botschaften hier und Äußerungen, dass also die zelluläre Immunität oder Immunkraft oder wenn man will Antikraft, das ist ein von Antikörpern unabhängiger, funktionierender Zweig des Immunsystems. Das gehört zum Immunsystem, meine Lieben. Die meisten denken, Immunsystem sind Antikörper. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Man kann also auch ohne einen messbaren Titer immun sein. Es gibt Menschen, die sind HIV-positiv, haben Antikörper null und sind gern gesund. Wieso? Zwei Gründe, wie ich in meinen beiden Viralbüchern schreibe, einmal der Impfwahnsinn und einmal der Mann, der AIDS erschuf. Zum einen kann es sein, dass das Virus schwach ist, das HIV-Virus. Zum anderen kann es sein, dass die zelluläre Struktur, die zelluläre Abwehrsystem, das Abwehrsystem stark genug ist. Und dass also die Antikörper da gar nicht nötig sind. Also, der Wachposten im Haus ist stark genug, sagt den Einbrechern, weg da, überliefert sie dann vielleicht draußen der schlafenden Polizei, der das nicht aufgefallen ist, bitte. Ja? Meine Lieben, selbst oder sogar der erhabene Buddha sagt, man kann eine Problematik oder eine Problemlösung am besten durch ein Gleichnis erklären, das man dann natürlich nicht zu weit führen darf. Also, das Robert-Koch-Institut macht ganz klar, dass Antikörper an sich nicht unbedingt etwas mit Immunität zu tun haben. Man kann also auch ohne Titer, ohne Antikörper-Titer immun sein, wie wir jetzt erfahren haben. Und dennoch, und jetzt kommt ja die Perversion, meine Lieben, dieser ganzen Geschichte, wird ein hoher Titer, also viele Antikörper, als eine Art Garantie gesehen für Nichterkrankung. Geht mal zum RKI oder zum PEI, also Zulassungsbehörde für Impfstoffe, ja, und fragt mal, welche klinische Studie hat bewiesen, dass ein hoher Titer eine Garantie ist, dass man nicht krank wird. Also, dass Antikörper eine Garantie dafür sind, dass man nicht krank wird. Dass Impfungen, meine Lieben, eine Garantie dafür sind, dass man nicht krank wird. Keine Bundesbehörde wird euch da eine Antwort geben, die wissenschaftlich begründet ist. Es gibt solche Studien nicht. Also, ist dieses Antikörpergerede der Pharma-Mafia eine reine Augenwischerei, die sie selbst bestätigt. Man muss nur richtig lesen. Einerseits sagen sie, Antikörper haben nichts mit Immunität zu tun. Andererseits sagen sie, ja, ja, ganz wichtig, Antikörper. Meine Lieben, wacht bitte auf, macht euch sachkundig. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich lasse mich nicht impfen. Und wenn jemand anders, der euch vielleicht lieb und teuer ist, wenn der sagt, aber ich lasse mich impfen und ihr liebt diesen Menschen, vielleicht euer Kind, euer Sohn, eure Tochter, ja, euer Vater, eure Mutter. Und ihr sagt, nein, lieber nicht, das ist gefährlich. Und die sagen, ja, wie denn gefährlich? Und ihr stottert da herum und findet keine Antwort.